Hi, ich bin hier gerade beim Rathaus meiner Umgebung. Ich war hier auch damals schon, Mitte 2020, um die Gewerbeanmeldung zu machen und so weiter, wo ich noch als Angestellter tätig war, aber entsprechend ein Nebengewerbe aufmachen wollte, um nicht in die Schwarzarbeit zu verfallen, weil ich irgendwie gefühlt einer von den wenigen Dummen gewesen bin, der für ein Dankeschön und eine warme Mahlzeit gearbeitet hat. Und ja, einige meinten, das ist komplett Hirn verbrannt und alles Mögliche. Gute Arbeit muss bezahlt werden und so. Geht halt nicht, wenn man dafür nicht eingetragen ist und so. Deswegen Nebengewerbe angemeldet, wo ich eingeschränkt war, da ich nur 11 Stunden in der Woche die Nebentätigkeit ausführen durfte. Gegenüber meinem Arbeitgeber entsprechend, ne? Und ja, dann habe ich halt YouTube auch angefangen, hatte ich schon ein halbes Jahr gemacht und so, ne? Deswegen hatte auch so einen Grund mit Gewerbeanmeldung, auch wegen den Werbeeinnahmen und alles Mögliche, muss ja auch irgendwie ans Finanzamt, das, Einkommensteuer, Erklärung und mit dem Steuerberater und alles. Deswegen Nebentätigkeit als Leitungsverleger im Hochbau, ohne Anschlussarbeiten, da ich zu dem Zeitpunkt keine Qualifikation dafür hatte. Wollte aber tatsächlich auch dafür bezahlt werden, dass ich Anschlussarbeiten mache. Deswegen habe ich einen Meister angefangen, was ein bisschen lange gedauert hat. Ihr wisst Bescheid. Das Ding ist, ich muss hier jetzt Unterlagen abgeben, die hier ein paar Kopien von der damaligen Gewerbeanmeldung, Kopien von der Handwerkskarte. Das Ding ist, ich habe als Leitungsverleger im Hochbau eine Gewerbekarte bekommen. Einige von euch wissen das auch. Jetzt habe ich tatsächlich eine Handwerkskarte zugestellt bekommen. Da ist eine Kopie mit bei. Und die Eintragungen habe ich eingetragen, was für Tätigkeiten ich jetzt als Ergänzung in dem Fall beispielsweise ausführe. Und ja, ansonsten Prüfungszeugnis ist angekommen. Ne? Ey, es gab so viele Glückwünsche. Das Geniale ist tatsächlich auch, dass meine Nachbarin so ein, wie heißt das, irgendwie so ein Geländer, Buchstaben, herzlichen Glückwunsch an mein Gartenhaus rangemacht hat, plus so ein Präsentkörbchen mit Rosen hat sie mir geschenkt, wo auch eine Sektflasche drin gewesen ist und in der Schleife eingepackt so eine Grillschürze, wo tatsächlich hier auch draufsteht, in dem Fall: Ich bin Meister, oder was steht hier? Genau, ich bin Meister. Warum? Weil ich es kann. Und damit habe ich auch tatsächlich schon gegrillt in dem Fall. Genau, ich will auch nicht hier zu viel Sachen offenlegen und so weiter. Auf jeden Fall, Prüfungszeugnis kam an. Einer hat auch in die Kommentare geschrieben, ob ich ein bisschen darauf eingehen könnte, was jetzt hier gewesen ist mit der Selbstständigkeit und alles, weswegen ich das mache, wie der Werdegang gewesen ist und so weiter. Ja, man wurde halt direkt vom Rathaus hier dann zur Handwerkskammer weitergeschickt wegen Leitungsverleger im Hochbau ohne Anschlussarbeiten, weil man diese Tätigkeit ohne irgendwelche Qualifikation ausüben kann. Jetzt aber der Elektrotechniker ist irgendwie, braucht man in der Handwerksrolle eingetragen sein. Und braucht man auch Qualifikationen, wie beispielsweise den Meistertitel, welchen ich jetzt habe. Ja, Prüfungszeugnis kam auf jeden Fall in der Form einmal an, aber wie gesagt, irgendwelche Unterschriften und so müsst ihr jetzt gar nicht sehen. Die Noten sind auch, ich habe ein bisschen was bei Insta gepostet, auf jeden Fall steht hier: geboren am so und so, geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Elektrotechnik. Abgeschnitten. Hier sind ja noch mehrere Blätter und so weiter. Hier ist die ganze Punktevergabe, wie ich mich da so angestellt habe. Und insgesamt kam ich auf 65 Punkte mit 3,5 ausreichend. Aber ich glaube, mit einer 4,0 hätte man tatsächlich auch schon bestanden. Aber ich hatte halt hier situationsbezogenes Fachgespräch, 86 Punkte und so eine Geschichten. Hier auch 83 Punkte bei MIKP, Methode, Information, Kommunikation und Planung und alles Mögliche, so viel dazu. Und ja, die Gewerbekarte kann ich jetzt auch quasi wegschmeißen. Das sah ja wie folgt aus. Hier kann ich auch ein bisschen verdecken. Ich will jetzt nicht flexen oder sowas. Aber einige Leute waren misstrauisch und haben nicht geglaubt, dass der Industriemeister reicht, um da die Betriebsnummer beispielsweise. Das ist ja im Vorfeld gewesen. Die Gewerbekarte wurde mit dem auf der Rückseite ausgeführten handwerksähnlichen Gewerbe im Verzeichnis eingetragen. Genau, da stand beispielsweise Kabelverleger im Hochbau
ohne Anschlussarbeiten. Das war jetzt Mitte 2021 und jetzt hat sich das geändert. Jetzt habe ich hier tatsächlich eine Handwerkskarte, wo drauf steht, dass ich mit dem ausgeführtem Handwerk, nicht irgendwie ähnlichem Handwerk oder so, tatsächlich mit dem Handwerk in die Handwerksrolle eingetragen wurde, was auch eine Neuerung ist. Und da steht jetzt beispielsweise Elektrotechniker, jetzt in Mitte 22, und dass ich jetzt eine fachliche Betriebsleitung in dem Fall tatsächlich bin, was mich auch freut. Und es ist so weird irgendwie, ne? Man ist Azubi gewesen und hat sich an den, man sagt immer so, wenn man Azubi ist und nicht weiter weiß, dann wendet man sich an den Gesellen. Wenn man Geselle ist und nicht weiter weiß, dann wendet man sich an den Meister. Und der Meister müsste eigentlich so alles Mögliche drauf haben. Aber ich bin auch so mäßig eigenständig, sage ich mal. Meine Mutter meinte auch zu mir, du bist irgendwie wie Papa, dass man sich nicht helfen lässt, weißt du, dass man alles irgendwie alleine bewerkstelligen möchte. Sei es irgendwie irgendwas Schweres tragen und keine Ahnung, da fängt es schon an, dass man da ungern irgendwen nach Rat fragt. Ja, so viel dazu. Und was auch wegen der Hierarchie, da gab es auch so eine Treppe bei dem Prüfungszeugnis, dass man als Meister tatsächlich gleichgestellt ist mit dem akademischen Titel des Bachelor Professional. Obwohl eigentlich sagt man immer Meister, dann Bachelor, dann Master und solche. Und dann kommt noch irgendwas da drüber, ne? Aber irgendwo in der sechsten Etappe befinde ich mich gerade. Ja, da ist ein Briefkasten beim Rathaus, da werde ich das gleich reinschmeißen und dann werden die das verarbeiten, dass die hier alle Dokumente haben. Und dann kann ich auf legalem Wege auch Anschlussarbeiten verrichten, die ich da jetzt eingetragen habe. Und das freut mich einfach, ne? Richtig, richtig, richtig gut. Was gab es noch so zu sagen? Ja, das war mein Werdegang, ne? Nebentätigkeit, einfach nicht um hier wegen Schwarzarbeit, was die Deutschen sich 2004 irgendwie ausgedacht haben. Ja, dass man da irgendwie nicht Schaden, Strafe und alles Mögliche zahlen muss. Und jetzt muss ich das tatsächlich auch nicht. Jetzt kann ich Rechnungen ausstellen und so weiter. Klar habe ich diese ganzen Ordnersachen und Papiere und hier und da um die Ohren. Kommt man halt nicht drum rum, ne? Muss halt gemacht werden, aber passt schon. Genau. Ja, ich glaube, ich habe alles. Ich würde dann sagen, das war's mit dem Video. Ich freue mich auf weitere Projekte, weitere Videos. Genau, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!